Mein Name ist Ulrike Görgen und ich komme von den Pflegerkliniken. Ja, es ging gerade um Fortkommen und auch das ist ein Thema in meiner Geschichte in zwei Schritten. Zwei Schritte. Zuerst war ich sparsam mit den Lebensmitteln. Jetzt habe ich meine Ration zum fünften Mal halbiert. Das Ende. Über welches Ende spekuliere ich? Das Ende der Lebensmittel? Die Auflösung des Nebels? Zwei Schritte vor, eine Kerbe in den Boden schlagen. Ich passe auf, im Rhythmus zu bleiben. In Gedanken sind Lösungen immer so einfach. In der Realität trägt die Hoffnung. Es wird gut ausgehen. Ich muss nur im Rhythmus bleiben. Zwei Schritte vor, eine Kerbe in den Boden schlagen. Ich wollte es noch einmal wissen. Der Aufstieg, ich hatte mit mir gerungen, umkehren oder weiterklettern. Als der Nebel aufzog, kletterte ich weiter. Zwei Schritte vor, eine Kerbe in den Boden schlagen. Die Kerben, in den letzten zwei Tagen, in den letzten zwei Nächten, haben sie mich immer zurückgeführt zum Gipfelkreuz. Ich konnte es nur noch ertasten im undurchdringlichen Nebel, konnte es fühlen. Zwei Schritte vor, eine Kerbe in den Boden schlagen. Bei den kurzen Pausen hatte ich mich am Kreuz angebunden, um meinen letzten Orientierungspunkt nicht zu verlieren. Von dort immer einen neuen Versuch gestartet, die Haken mit dem Halteseil zu finden. Zwei Schritte vor, eine Kerbe in den Boden schlagen. Sorgsam hatte ich mich abgesichert. Abgesichert, den Rückweg zu finden, bis auf die letzten Schritte. Beim Anblick des Gipfelkreuzes, der Sog ist zu berühren, ließ mich alles vergessen. Zwei Schritte vor, eine Kerbe in den Boden schlagen. Die Idee für die Markierung ging mir langsam aus. Zwei Schritte, eine Kerbe. Ich bin bei Buchstabe Y. Zwei Schritte vor, ein Y in den Stein schlagen. Zwei Schritte vor, ein Y in den Stein schlagen. Das Bild von oben, welche Form hat das Alphabet um mich herum? Ich ging immer so weit vor, wie ich meinte, die letzte Halterung bei meinem Aufstieg angebracht zu haben. Ging noch zwei Schritte weiter. Zwei Schritte vor, ein Y in den Stein schlagen. Ging vor, ging geradeaus. Geradeaus? Zwei Schritte vor, ein Y in den Stein schlagen. Jeden Schritt kroch ich auf den Boden, tastete mich wieder zurück zu meinem Ausgangspunkt. Veränderte die Richtung um wenige Zentimeter. Mit einem neuen Buchstaben den nächsten Versuch begonnen. Zwei Schritte vor, ein Y in den Stein schlagen. Zwei Schritte vor, ein Y in den Stein schlagen. Eines Tages komme ich zurück, um mir das Muster anzusehen. Zwei Schritte vor, ein Y in den Stein schlagen. Zwei Schritte vor, zwei Schritte vor, zwei Schritte vor.